häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt. Kurz und schmerzlos. Heute Kompressoren. Welcher Kompressor ist der richtige für mich? Das ist auch die allererste Frage, die ich mir selber stellen muss. Was möchte ich mit meinem Kompressor erledigt wissen? Wenn ich mir also im Klaren bin, wofür ich meinen Kompressor brauche, kann ich den richtigen wählen. Als Beispiel wäre genannt das Aufpumpen eines Fahrrades, Aufpumpen von Autoreifen oder Schleifarbeiten mit Druckluftgeräten, gegebenenfalls sogar Sandstrahlen. All das sind Anwendungen, die mit Kompressoren betrieben werden können und verschiedene Aufnahmen an Luftmengen und Druck haben. In unserer Produktpalette finden wir für all diese Anwendungen ganz bestimmt den richtigen Kompressor für euch. Ob akkubetrieben, ganz klein, ohne Tank oder Tanks bis hin zu 150 Liter Fassungsvermögen und 10 Bar Druck, alles vorhanden. Auch bei unseren Kompressoren setzen wir auf Brushless-Technologie. Kompressor Nummer 1, ST1220BL, Brushless-Motoren, 2 Stück, 4 Zylinder, 1500 Watt, einem Max-Druck von 12 Bar und einer Abgabeleistung von 250 Litern die Minute. Tankvermögen 18 Liter. Eine Schnellkupplung zum Anschließen unserer Werkzeuge sowie einem Sicherheitsventil und einem kleinen Kugelhahn zum gegebenenfalls Anschließen weiterer Werkzeuge. Des Weiteren befindet sich unten am Tank ein weiterer Kugelhahn. Dieser dient zum Ablassen der Feuchtigkeit, die sich während des Betriebes automatisch bildet. Jetzt kommt die Frage, welcher Kompressor ist der richtige für mich? Und ich sagte eingehend, wir müssen unsere Werkzeuge überprüfen und da schauen, was für Luftmengen sie brauchen. Dieser Kompressor gehört in eine kleine Werkstatt, wenn wir beispielsweise Reifen aufpumpen, unser Fahrrad aufpumpen oder auch mal Luft zum Abreinigen, gegebenenfalls auch einen kleinen Plasmaschnitt. Alles das ist möglich mit dem ST1220BL. 18 Liter könnte knapp werden, reicht aber in den meisten Fällen schon aus, je nachdem, welche Arbeit ich verrichte. Ich kann mir allerdings mit einer klitzekleinen Erweiterungseinheit weiterhelfen. Und die sieht genau so aus. 7 Kilo leicht Aluminiumtank, 36 Liter Fassungsvermögen und 12 Bar Betriebsdruck. Eine ganz klassische Kompressorerweiterung. Anschluss für den Kompressor. 4 Schnellkupplungen für mehrere Werkzeuge, 2 Manometer und einem Druckregler zum Einstellen des Ausgabedrucks. Diese beiden Kandidaten ergeben mit dem AT36ST ein Gesamtvolumen von 54 Litern. Und das Beste daran, diese 36 Liter können vom Hauptkompressor getrennt werden und sind mobil und können über den Parkplatz an den Autoreifen gebracht werden. Was wir also haben, sind 36 Liter bei 12 Bar, ganz mobil. Jetzt wollen wir uns den Kollegen einmal anhören. Wir riskieren einen Blick auf das Display und ich zeige euch den Silent Mode und den Fast Mode. Eine Sache ist zu beachten, Druck wird in Megapascal angezeigt und wird bei max 1,2 MPa enden. 1 MPa gleich 10 Bar bedeutet, wenn wir hier 1,2 MPa angezeigt bekommen, haben wir einen Fülldruck von 12 Bar. Thank you.
Freunde, wir haben einmal aufs Display geschaut. Ich habe gerade zwei Sachen gezeigt, und zwar den Silent Mode. Motoren laufen auf 50% und der Kompressor wird enorm leise. Wer also extrem leise arbeiten möchte, kann sich hier den Silent Mode einstellen. Wer schneller auf seinen Druck zugreifen möchte, stellt den Motor auf 100%. Zwei weitere Kandidaten auf den Tisch gebracht, einmal den ST1215 und den ST1059. Diese beiden unterscheiden sich einen kleinen wenig. Der 1215er hat den gleichen Motorenaufbau und die gleiche Steuerung wie der ST1220, also unser 18-Liter-Tank. Dieser ist allerdings tanklos und liefert den Druck permanent. Natürlich ist auch dieser Kompressor ein brushless, also ein bürstenloser Kompressor. Dieser ist enorm leise, man höre und staune. Das ist leise. Das ist richtig leise. Das war der Flüstermodus. Ein paar technische Daten zu dem ST1215BL. Wir haben 1500 Watt Leistung, wir haben 250 Liter die Minute Durchlauf, wir haben einen maximalen Druck von 10 Bar, ein Gewicht von 13 Kilo und eine Lautstärke von 70 bis 78 Dezibel. Zwei Schnellkupplungen auf der Rückseite, ein Sicherheitsventil, unsere beiden Luftfilter und natürlich die digitale Steuerung vorne am Kompressor. Freunde, ST1059, natürlich auch ein brushless Kompressor, der hat eine klitzekleine Besonderheit, der ist äußerst mobil, denn wir haben hier die Möglichkeit, einen 18 Volt Akku anzuschließen und den in der Gegend rumzutragen und an Ort und Stelle dann unsere Arbeit verrichten. Was wir natürlich auch haben, den Anschluss an das 230 Volt Netz über einen Kaltgerätestecker. Technische Daten zu dem kleinen 65 Liter die Minute, das Ganze bei 9 Bar. 500 Watt Brushless Motoren, 70 bis 73 Dezibel Geräuschpegel und nur 9,5 Kilogramm leicht. Zu jedem der jetzt vorgestellten Kompressoren gibt es natürlich mehr Infos auf unserer Webseite. Haltet diese im Blick, da findet ihr mehr technische Daten und mehr Zubehör. Kommen wir nun einmal zu unseren größeren Geräten. Hier der ST510 Pro. Was bedeutet die 510? Die 5 steht für 50 Liter Tankinhalt und die 10 steht für 10 Bar Maximaldruck. Der 510 Pro liefert 420 Liter Maximaldurchlass die Minute, hat einen Geräuschpegel von 69 Dezibel und wiegt 39 Kilogramm. Der ST510 hat natürlich auch einen großen Bruder, um genau zu sein, zwei Stück. Und zwar ist das der ST1010 Pro. Der ST1010 Pro hat 100 Liter Volumen, hat ebenso 10 Bar, hat drei Motoren, a zwei Zylindern, die getrennt voneinander zugeschaltet werden können. Wir können also gerne zwei Motoren abschalten
und den Kompressor nur mit einem Motor laufen lassen. Abgabemenge ST1010 Pro 630 Liter die Minute, maximal Ausgabeleistung und einem Gewicht von 75 Kilogramm. Nächst größerer Bruder ist der ST1510 Pro. 4 Motoren mit 2 Zylinder. Auch diese sind natürlich brushless. Wir haben die intelligente Steuereinheit. Auch hier sind die Motoren einzeln zu- oder abschaltbar. Wir können uns also aussuchen, ob wir die ersten beiden, die letzten beiden, Nummer 1 und 4 oder alle 4 gleichzeitig laufen lassen. Der Maximaldurchfluss bei dem ST1510 Pro liegt bei 840 Liter die Minute. Gucken wir uns nun einmal die Geräteelemente unserer großen Serie an. Wir haben bei dem 510er einmal hier vorne den Ein- und Ausschalter. Dann haben wir das Manometer mit der Druckregeleinheit und dem Wasserabscheider in Kombination. Räder für das praktische Transportieren des Kompressors. Unsere Motoren, die pro Zylinder mit einem Luftfilter versehen sind. Natürlich dem Transportgriff, einem Entwässerungsventil. Achtung, einmal die Woche bitte entwässern. Der 510er hat vorne 2 Standfüße. Seine beiden größeren Brüder haben an dieser Stelle Räder. Als optionales Zubehör haben wir Wartungseinheiten zum Einstellen des Drucks und zum Abführen von Wasser. Freunde, ganz schön schwierige Entscheidung. Weniger ist mehr. Das klappt bei Kompressoren leider nicht. Wir müssen hier für das passende Werkzeug die richtige Abgabemenge an Luft, die in Liter die Minute gemessen wird, haben. Deswegen riskieren wir einen Blick auf die Bedienungsanleitung. In der Bedienungsanleitung steht euch eine Tabelle zur Verfügung. Mit dieser Tabelle könnt ihr die Abgabemenge bei einem voreingestellten Druck für euer Werkzeug ablesen. Das machen wir an dem Beispiel ST1010 Pro. So sieht die gute Tabelle aus. Sie ist ganz einfach zu lesen und sehr deutlich und verständlich gehalten. Hier sind unsere 3 Kompressoren aufgeführt. Wir haben einmal den ST510 Pro, den 1010 Pro und den 1510 Pro. Dann haben wir in der linken Spalte den Tankdruck und dann zu jedem Kompressor die Abgabeleistung bei entsprechendem Druck. Wenn wir jetzt den ST1010 Pro als Beispiel nehmen, sehen wir, dass wir bei einem Kesseldruck von 6 bar eine Abgabeleistung von 415 Liter die Minute haben. Wenn wir beispielsweise eine Lackierpistole haben, die bei 6 bar betrieben wird und die 400 Liter die Minute benötigt, würden wir mit dem ST1010 Pro locker hinkommen. Wir hätten noch 15 Liter in Reserve. Würde die gleiche Lackierpistole 450 Liter bei 6 bar fordern, würde der 1010 nicht ausreichen. Wir müssten ausweichen auf den 1510, denn dieser liefert bei 6 bar 553 Liter die Minute. Hier also die Tabelle im Blick haben, Werkzeug und Arbeitsdruck aussuchen, Abgabemenge anschauen und mit den Angaben des Herstellers vergleichen und überprüfen, ob das für euch passt. Die gute alte
Tabelle mit den Verbrauchswerten. Schaut auf euer Werkzeug. Ich habe euch hier ein paar große Verbraucher auf den Tisch gelegt. Das ist einmal der Schlagschrauber für das Anziehen von Radmuttern. Der mag gerne viel Luft. Mehr Luft benötigt der Geradschleifer, der pneumatische Geradschleifer. Ich nutze den zum Entrosten und zum Abreinigen. Unser Exzenterschleifer ist auch ein Gerät, das über die Zeit eine Menge Luft braucht. Hier ist es also wichtig, ein großes Volumen zu haben, wobei der Druck sich hier bei ca. 6 bar beläuft. Viele Kompressoren. Ihr müsst euer Werkzeug kennen. Ob ihr das Fahrrad aufpumpen möchtet oder das Fahrzeuggestell abreinigen mit einem pneumatischen Geradschleifer. Hier liegen wir bei ganz unterschiedlichen Verbrauchsmengen. Deswegen kommen hier tatsächlich zwei ganz verschiedene Kompressoren in Frage, von klein bis größer zu gigantisch groß. Angaben über euer Werkzeug findet ihr in der Bedienungsanleitung. Das mit der soeben vorgestellten Tabelle vergleichen und schon habt ihr euren passenden Kompressor gefunden. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite. Diese bitte im Auge halten. Da sind alle Informationen, die ihr zu unseren Kompressoren benötigt. Jetzt hoffe ich, ihr seid etwas informiert. Ich verabschiede mich und wir sehen uns wie immer in der nächsten.